Und ein Moinsen zum Stadionvlog gegen den ersten FC Köln. Und ich sitze mal wieder hier mit der gleichen Devise: Wir müssen den Scheiß-Kick gewinnen. Wir müssen diesen Scheiß-Kick gewinnen. Ob es jetzt realistisch ist, gegen ungeschlagenes Köln bisher als sieglose Mannschaft zu gewinnen, ist auch egal heute. Wir müssen heute. Nächste Woche geht es auswärts gegen Schalke. Danach ist zu Hause Bayern. Du musst heute ein Erfolgserlebnis mitnehmen. Sonst kannst du hier langsam den Laden dicht machen. Auch mental bei den meisten Fans langsam dicht machen. Wir müssen wirklich, es ist Spiel 1, Heimspiel 1 nach Legendo, so mental, dieses Spiel wird immer im Kopf bleiben. So. Die nächsten Jahre, jetzt mal, wenn der VfB gegen Köln spielt, auch wenn der VfB in Köln spielt, wird immer im Kopf sein, da war doch mal was gegen Köln. Und genau das musst du heute raus. Und diesen Kampf, diese Leidenschaft, diesen Willen, auch in der letzten Sekunde noch, wie eben beim Legendo-Spiel 2-1, 90 plus 2, das will ich heute wieder aufleben haben im Stadion. Natürlich nicht im selben Effekt, das geht gar nicht, aber in die Richtung. Will ich das aufleben haben, dann geht da heute was, ist mehr oder minder ausverkauft, das Ding. Auch mal wirklich ein schönes Wetter eigentlich, so 10, 14 Grad, glaube ich. Heute muss was gehen, heute muss ein Heimsieg kommen, sonst fährst du ja noch deprimierter nach Schalke nächste Woche und dann weißt du ganz genau, was kommt. Dann kommt der erste Befreiungsschlag von Schalke 04, die letzten Wochen echt ordentlich gespielt haben, als sich auch nur immer mit einem Punkt belohnt haben. Deswegen heute ist verdammt, verdammt wichtig. Ich habe tatsächlich irgendwie Glaube dran, muss man ja auch, sonst kann ich aus dem Stadion fernbleiben, wenn ich da reingehe und sage, ey, wir verlieren den Scheiß eh, ne? Aber wir müssen diesen Geist von Legendo aufblitzen lassen heute und hoffentlich diesen Heimsieg holen.
Auf wen denn, Bruder? Auf wen? Und ab mit. Halbzeit, nehmen wir mit. Die Macht McReady als Jubel. Das ist 93. Kiri von Adler. Dirk
Kühn ihn so vor Baumgart nach 3-0. Halleluja. Halleluja. 3-0 ungefährdet gegen Köln. So gefühlt im siebten Himmel. Wir fangen so, ich habe ein paar Stichpunkte mal gemacht heute, war mal wieder wert, ein paar Stichpunkte zu machen, um alles so ein bisschen mit drin zu haben. Erstmal Kuss an alle, die mich wieder hier getroffen haben im Stadion. Sehr geile Aktion. Und ja, vorm Spiel leider auch einige Köln-Fans, 500 waren scheinbar aufgehalten worden, tatsächlich bei mir im Nachbarort in Waiblingen einfach aufgehalten worden, wieder umgedreht, weil sie Polizeikontrolle nicht machen wollten, so wie es berichtet wird. Sehr schade, hat ein bisschen Stimmungsdämpfer gebracht für den Köln-Part auswärts, trotzdem, das war auch geil anzusehen. So bunt, so viel, ne, karnevalistisch angezogen und sowas, war schon feierbar und man hat es auch ein paar Mal gehört, also doch auch guter Auftritt bei uns hier. Da muss man halt sagen, geil,
geil, geil einfach nur. So, das Spiel war in der ersten Halbzeit schon ein bisschen zerfahren so. Trotzdem hatten wir mehr Chancen, waren näher am Tor, haben es auch gemacht dann. Da muss ich auch sagen, Co-Produktion von beiden Winterneuzugängen. Diaz, Doppelpass auf Haraguchi und wir haben wieder einen, der echt eine Waffe hat. Der hat einen linken Fuß, das ist eine Waffe. Pfosten drin, Traumtor, schönes Tor. Das gegen Paderborn noch schöner, ne? Aber ne, wir haben ja eine Waffe. Dieser linke Fuß ist extrem wichtig. Sieht das, muss das 2-0 eigentlich machen. Muss er, macht er halt nicht, bisschen unglücklich agiert. Nochmal ein Schuss von Diaz war es, glaube ich, und gehalten und so. Also das 1-0 ging vollkommen in Ordnung in der ersten Halbzeit. Dann war die Frage, weil die erste Halbzeit gegen Bremen war auch schon in Ordnung zu Hause, um das zu vergleichen. Da ging es halt bei 0-0 raus, hätte es auch schon führen können gegen Bremen. Und da war die Frage, wie kommen sie in der zweiten Halbzeit raus? Und die kamen gut raus. Köln war am Anfang ein bisschen besser, fand ich. Und dann haben sie es gut gedreht. Köln hat auch wirklich auch keinen guten Tag erwischt, so. Köln keinen guten Tag erwischt, muss man auch sagen, muss auch damit ein bisschen abdämpfen vielleicht, aber wir haben den Schneid nicht abkaufen lassen. Wir waren kämpferisch da, wir waren komplett da und so eine Baumgart-Mannschaft, die letzte Woche noch Frankfurt 3-0 geschlagen hat zu Hause, die schlägst du nicht so einfach mal selbst dann 3-0 zu Hause. Es war schon eine sehr, sehr starke Leistung. Die ist, wie gesagt, geiler Faktor. Klares Zeichen noch an die Spieler, an den Gesamtkader, wenn Koulibaly dann reinkommt, auch noch am Ende. Natürlich muss man sagen, Sosa, heilige Scheiße. Woche davor haut das Ding ans Lattenkreuz. Diesmal perfekt unter Latte. Absolutes Traumtor. So, 2-0. Dann war auch eine Euphorie richtig da. Eine Euphorie war da, wenn gefühlt in der 55., 60. schon auf die Kirchentribüne steht, dann weißt du, hier geht was. Ne? Dann stimmungsmäßig war das erste Mal seit wirklich vielen Heimspielen wieder richtig, richtig geil. Euphorisch, elektrisierend. Sucht euch irgendein Wort aus. Einfach geil. Koulibaly gerade ein bisschen vorgezogen schon hier in der Liste, aber natürlich der auch kommt rein am Geburtstag, oft schon gar nicht erst im Kader gewesen, so eigentlich nicht die große Rolle zugerechnet gehabt, auch vorm Spiel nicht. Dann kommt er rein, haut direkt sein Ding rein, richtig geil, 3-0, natürlich abgefälscht, aber schöne Hütte gemacht, bisschen vor sich hingetanzt, wie man so kennt dann auch. Wie gesagt, das war das, was ich gemeint habe, das Zeichen, wir sind ein Team, wir sind ein Kader, eine Mannschaft, die zusammenlebt, sofort rübergerannt, Labbadia umarmt, Wohlgemut umarmt, alle umarmt die gesamte Bank, richtig geil. Auch Mio kam rein, wo es auch hieß, er hat Trainingsleistung, ne, ach kacke, ne, und er kam auch rein. Also ein Zeichen, hier ist ein Gesamtteam da. So, wenn du Leistung zeigst, dann spielst du auch. Ne? Einfach geil, mich sehr gefreut, gerade für Koulibaly ist auch einfach, will ich sagen, ein Meme-Spieler geworden, aber schon irgendwie einfach ein feierbarer Typ geworden. Koulibaly, Tongs auch. Sehr spannend auch, dass ein Wagnermann auf dem linken Flügel eingewechselt wurde. Hat nicht so ganz funktioniert, war am Ende aber so oder so dann auch egal. Und auch ganz klar, kein Gegentor. Kein Gegentor. Das müsste, glaube ich, das letzte Mal gegen Bremen gewesen sein, 2021, der 1-0-Sieg. Seitdem, ich habe die Zahl nicht im Kopf, aber safe irgendwie, 35, 36 Spiele, Heimspiele am Stück immer Gegentor kassiert. Heute nicht, die Serie ist gebrochen. Sie ist gebrochen und dazu, der Spieltag bisher läuft top und könnte auch weiterhin top laufen. Bochum zu Hause auch mal endlich wieder verloren gegen Freiburg. Klar, Hoffenheim schon verloren am Freitagabend in Augsburg, wo man auch sagen muss, klar, schade, dass sich Augsburg entfernt, aber ne, so hält mal Hoffenheim unten dabei. Hertha führt morgen hoffentlich auch in Dortmund und auch Schalke verliert normalerweise oder holt nicht viel, zumindest bei Union auswärts. Deswegen, da ist was drin, diesen Spieltag jetzt auch schon hochgerutscht auf Platz 14, glaube ich, mittlerweile. Natürlich alles noch sehr eng, punktemäßig. Du kannst hier jetzt echt ein Momentum aufbauen. So, du hast diesen ersten Heimsieg, den auch noch ohne Gegentor und dann fährst du nächste Woche auf Schalke, ist ein Topspiel der Woche, 18:30 und könntest da, was man sich alle erhoffen, den ersten Auswärtssieg auch holen. Die nächste Serie brechen, ne? Hier erstmal Heimspiel ohne Gegentor, nächste Woche erster Auswärtssieg, seit dann Dezember 2021 war es, ne? Das Wolfsburg-Spiel. Ich muss sagen, vor dem Köln-Spiel mit ein bisschen negativerer Energie dachte ich mir so, ja, auf Schalke, mal gucken so, vielleicht bricht auch dafür Schalke eigentlich der Bann, ne? Viele 0-0s, viele gute Spiele dabei gewesen, viele unglückliche 0-0, wo man eigentlich hätte 1-0 gewinnen können auch, vielleicht bricht da der Bann, aber jetzt nach dem Spiel, nach der Leistung, auf Schalke auf jeden Fall nicht verlieren. Du darfst da nicht verlieren. Ich nehme auch einen Punkt mit aktuell immer noch auf Schalke. So. Also ich will mich auch nicht auf eine Euphoriewelle stellen. Aber es ist ein absolutes 6-Punkte-Spiel. Und du könntest da wirklich innerhalb von 2 Spielen 2 riesen Serien im negativen Sinne beenden. Das wäre brutal, brutal wichtig. Es war richtig schön heute wieder. Oh, wie ist der schön gesungen am Ende. Geile Stimmung im Stadion. 3-0, eiskalt. Schöne Hütten drauf. Geile Aktion einfach. Geile Aktion. So macht das Spaß. Nächste Woche darauf anknüpfen. Auf Schalke beim Auswärtsspiel. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.